forsche dem Bonifatiuswerk vor allen Dingen den Geist des heiligen Bonifatius. Mich beeindruckt immer wieder, dass Menschen wie der heilige Bonifatius, aber auch wie unser Bistumspatron, der heilige Ansgar, aufgebrochen sind und sich von einem Punkt ihres Lebens ganz woanders hin aufgemacht haben. Deswegen gehe ich davon aus, die haben ein Feuer des Glaubens gehabt, das ich heute manchmal vermisse. Und deswegen wünsche ich dem Bonifatiuswerk viel Feuer, viel Charisma, viel Heiligen Geist. Und ich glaube, dadurch kommt das Werk auch in den nächsten 170 Jahren in Bewegung. Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen.